So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Und wir sind immer noch im Oktoberfest, Wochenende, wenn man es so nennen will. Gestern hatten wir die hier, die Pizza Oktoberfest. Ne? Habt ihr die schon mal probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Habe ich bei Netto gefunden. Und jetzt habe ich noch was anderes gefunden, und zwar den Curry King Oktoberfest. Das also auch so ähnlich aufgebaut. Mittlerweile ist ja hier... Der trägt einfach meinen Beutel vor, das ist ja verrückt. Adi, lässt du meinen Beutel in Ruhe? Meine! Meins! Beruhig dich doch, alles wird gut. Nein, mein Beutel! Mein Beutel! Und hör auf zu knurren, Junge! Haha, verarscht! So, da sind nämlich noch frische Brötchen drin. Jetzt nicht mehr. Den packe ich mal dahin. So, wir bauen mal wieder die Kulisse auf, weil alles umgefallen ist. Ne? Dann hatten wir also gestern Pizza Oktoberfest. Und im gleichen Zusammenhang haben wir jetzt Curry King Oktoberfest. Habt ihr das schon mal gesehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ganz besonders hier Münchner Weißwurst geschnitten in Eigenhaut mit süßer Senfsoße. O-Zapf ist mit Petersilie plus Spießer auf der Unterseite. Er haut schon wieder mit dem Beutel ab. Hey! Lass mein Beutel! Meine Brötchen! Was machst du da? So, der gute alte Ofen. Da kann man immer die Sachen reintun, wenn der Adi ausrastet. Also zurück zum Thema Curry King Oktoberfest. O-Zapft ist mit Petersilie plus Pizza auf der Unterseite. Ihr seht das hier, ihr kennt ja bestimmt alle Curry King. Den gab es ja immer normal als Curry King. Dann gab es mal Geflügel Curry King. Dann gab es Curry King extra hot. Jetzt also auch Curry King Oktoberfest Limited Edition. Ganz passend. Bei uns ist ja auch am Wochenende das Theresienfest. Dazu wird es morgen noch eine Folge geben. Da werden wir nämlich mal gucken, was es da Leckeres zu essen gibt. Auf dem Theresienfest da noch was testen und wie es dort aussieht. Jetzt aber erstmal passend dazu eine blaue Gabel. Ihr wisst, das muss man ja einstechen. Mehrmals. Mit Gewalt, Bruder. So, das muss reichen. Das stellen wir jetzt in die Mikrowelle und dann gucken wir uns das mal an, wenn es fertig ist. Hey, die verarschen einen doch, Digga. Guck dir das an. Wo ist das Klee? Ach, wo? Klebchen, Digga, nein. Wo ist der Spießer? Petersilie und Holzpiekser unter der Lasche. So, die Lasche ist ab. Da ist die Petersilie. Wo ist der Holzpiekser? Ich versteh's nicht. Aber egal, wir sind ja zu Hause. Da können wir ja natürlich eine Gabel nehmen, aber... Michael, was ist da los? Warum zieht ihr mich schon wieder ab? Curry King, Oktoberfest, jetzt für die Mikrowelle. Ha, was rennst du denn auch davor rum, Junge? So, da ist es also fertig. Klatschen das mal dahin. Die Petersilie haben wir auch schon aufgemacht, aber wo ist mein Piekser? Hashtag, wo ist mein Piekser? Wenn ihr das Video teilt, schreibt es mal als Hashtag dazu, wo ist mein Piekser? Jetzt werden wir das hier aufmachen. Ich stelle euch mal hier ab, ne? So, dann gucken wir mal hier. Das sieht aber eklig aus, wie als hätte einer gekotzt. Das lege ich hier hin. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Curry King, Oktoberfest, boah, das ist richtig heiß, seht ihr das, da beschlägt die ganze Kamera. Wir können ja erstmal die Petersilie noch oben drauf machen,
richtig schön. Das sieht doch gut aus, das Grüne. Ganz geträufelt an jeder Ecke. Jetzt komm halt raus, Junge, da ist noch so viel drin. Zum Glück rennt der Adi nicht mehr hier rum. Er schnüffelt einmal, dann fliegt alles weg. So, das haben wir auch. Jetzt guck mal nochmal. Das sieht doch eigentlich interessant aus, oder? Können das ein bisschen hier breitschmieren und verteilen, ein bisschen rummachen. Vielleicht sollte ich mir noch ein paar Toastscheiben dazu machen. So, der Toast ist also auch fertig. Und jetzt wollen wir uns das Ganze natürlich mal gönnen. Dazu geben wir uns hier runter, probieren nochmal so, wie das schmeckt. Ne? So eine ganze Palette voll. Tippen wir gleich mal zwei an. Boah, und das dampft auch noch richtig genial. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber auf jeden Fall finde ich den Geschmack jetzt schon gut. Kann was. Finde ich fast sogar besser als den normalen Curry King. Eine richtige Currywurst, dafür ist mir Curry King einfach zu wenig, zu lasch. Da brauche ich richtig was, richtig eine Wurst im Mund und alles dabei. Aber diese Weißwurst mit dem süßlichen Senf, das ist genial. Das schmeckt genau wie das Original, wie aus Bayern, wie beim Oktoberfest. Junge, da könnt ihr also zuschlagen, wenn ihr gerne Weißwurst esst. Probiert mal den Curry King. Oktoberfest. Habt ihr den Curry King Oktoberfest auch schon mal probiert? Schreibt's mal rein, wenn ihr den gut findet, wenn er gut aussieht, wenn ihr den auch mal testet. Schreibt's mal rein. Wie gesagt, habe ich beim Netto jetzt gesehen die Woche. Vielleicht habt ihr ja Glück und er ist noch da. Das war's von meiner Seite aus. Morgen kommt eine größere Folge. Da probieren wir Burger auf dem Oktoberfest in Hildburghausen, das Theresienfest. Und gucken mal, was es da sonst noch so gab ungefähr. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.